meinen Stuhl. Super, danke schön. Machst du was aus? Machst du oben? Ja, okay. In der Verantwortung für die Zukunft unseres Landes mussten wir den Mut aufbringen, der notwendig war, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu kommen. Dieses Land hatte mit einer Wachstumsschwäche zu kämpfen, die strukturelle Ursachen hatte. Die sozialen Kosten haben eine Höhe erreicht, zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden war. Daraus ergab sich nur eine Konsequenz. Der Umbau des Sozialstaates und seine Erneuerung sind unabweisbar geworden. Dabei ging es nicht darum, ihm den Todesstoß zu versetzen, sondern ausschließlich darum, die Substanz des Sozialstaates zu erhalten. Wir mussten Leistungen kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern. Wir haben Rechte und Pflichten der Arbeitssuchenden in ein neues Gleichgewicht gebracht. Wir haben die Arbeitsmärkte für neue Formen der Beschäftigung und der Selbstständigkeit geöffnet und schließlich, wir haben das Programm Spiele des Lebens aufgelegt. Ausgangspunkt der Spiele des Lebens ist das Recht auf Selbstbestimmung. Der Nationale Ethikrat gab dazu folgende Stellungnahme ab. Das Recht zur Selbstbestimmung über den eigenen Körper gehört zum Kernbereich der Würde und Freiheit des Menschen. Das Selbstbestimmungsrecht des Menschen über seinen eigenen Körper, dass es ihm erlaubt, einem Spielgeschehen bis zum Tod seinen Lauf zu lassen, ist höher zu bewerten als die Schutzpflicht anderer für sein Leben. Bedeutung und Tragweite der Maßnahme müssen dem Spieler jedoch deutlich gemacht werden. Zitat Ende. Wir setzen mit den Spielen ein eindeutiges Signal für diejenigen Menschen in unserer Gesellschaft, die länger als 12 Monate arbeitslos waren. Niemandem ist es nunmehr gestattet, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, der muss mit Sanktionen rechnen. Wir forderten der Gemeinschaft etwas ab, aber wir taten es, damit den Menschen neue Chancen eingeräumt wurden. Chancen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und Höchstleistungen zu erbringen. Wir hatten die Pflicht, den nachfolgenden Generationen nicht das Recht auf ein gutes Leben in einer friedlichen und gerechten Welt durch Ungerechtigkeit zu verbauen. Das war der Grund dafür, dass wir den Mut zu verändern brauchten. Gezeichnet der Bundesminister für Wohlstand und innere Sicherheit.
Hi! Hi! Weißt du, wo wir hier sind? Keine Ahnung. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe null Erinnerung. Tja, wie geht's wieder raus? Scheiße, du musst mich anwenden, vielleicht weiß jemand von denen. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Und wo bin ich hier? Hallo, ich bin Dada und das ist John. Ich habe leider keinen Platz, so schlimmer, was das hier soll. Guten Tag, mein Name ist Berger, Wolfgang Berger. Es geht Ihnen so wie mir? Ihnen ist das hier fremd? Genau. Aber das ist doch nicht möglich. Hi, beruhig dich. Es ist alles in Ordnung, alles okay. Ich bin genauso wie du mir auch gemacht und weiß noch nicht, was da ist. Aber wir finden es sicher weiter. Es hilft nicht. Ja, ich bin da. Hallo, weißt du vielleicht, wo wir jetzt sind? Nö. Wir gerade wissen in der Spur. Was geht's? Ich bin John, das ist Dada Becker. Berger. Wolfgang Berger. Mein Name ist Hedwig. Martha Hedwig. Ich bin Leo. Seid ihr schon länger hier? Nö, wir sind auch gerade erst hochgekommen. Ich schläft noch. Hallo, aufwachen. Lass mich in Ruhe! Hallo, aufstehen, wir wollen was wissen von dir. Leck mich. Was machen wir hier für einen Aufstand? Wer seid ihr überhaupt? Ihr wisst ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 befinden uns in einem Raum, den wir nicht kennen. Und wir wissen nicht, wie wir hierher gekommen sind. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Hey, da muss ich euch enttäuschen. Mandy weiß nie was. Schade. Es sieht aber eigentlich nicht gefährlich aus hier. Die Einrichtung ist recht geschmackvoll. Geschmackvoll? Echt, wenn die Bulle ist, das sage ich dir. Der muss Mächtig was auf der Kralle haben. Wow, ich war noch nie in so einer duften Wohnung. Mafia-Bulle, mit Arbeit kommst du an sowas nicht dran. Vielleicht ein Politiker? Ich tippe auf Banker. Hey, ihr seid Lanschibigen und Liegestühle und Sonnencreme. Und hier ist ein Kühlschrank. Oh, da hat noch was zu trinken drin. Ja, trinken reicht doch. Mineralwasser. Und damit die Ruhe hier noch kein Fett ansetzen, gibt es super Trinkspaß. Darf ich mal raus? Hey, was ist denn kleiner? Gut, wir holen das ganze Feld. Dann läuft sie da mal bei, da kommt die Zielgerade hier. Ja. Er gewinnt. Ich muss los, ja, das ist okay. Filmes, man weiß nicht mal mehr den Namen, der tut sie neben mir. Sag Frau, ganz einfach, Frau.
Trink doch! Wir haben alle Kopfschmerzen, das ist richtig. Aber ich trinke eigentlich nie. Tja, ich werde bestimmt nicht zu einer Party bei den Reichen und Schönen eingeladen. Und wir? Als Reiche mal Kohle. Nein, der Weltenbrüder war ihm ein Begehr. Ui, ui, ein Dichter. Ja, ist leider nicht von mir. Ja, aber Sie scheinen auch nicht den Reichtum zu schwelgen, Ihre Kleidung nachzuschließen. Ah, lass doch das Sie. Ah, stimmt schon, die Kohle ist bei mir nix. Ich bin auch nicht mit Wohlstand gesegnet. Nicht mehr. Ich habe mal einen an der Hand. Zumindest tat er es erreicht. Wie gesagt, hatte. Also ich hab eine Villa in Matera, 5 Ferraris in der Garage, eine Sternanlage, die hörst du noch in 5 Kilometer. Eine Yacht, eine 2, 3, 4. 5. Und 5 Schicksale in der Hand. Mein Frauen. Hey, da träumt einer, sonst ja nicht mehr mit Clips aufzählen. Na ja, komm auch gerade zu dir. Scheint also aus. Sonstige Vorschläge? Wir wurden gekidnappt, das steht außer Frage. Wir wurden betäubt im Schlaf und aus irgendeinem Grund hierher gebracht. Die Wände sind doch merkwürdig, oder? Vielleicht sind sie von außen durchsichtig. Hey! Ihr glaubt wirklich, so ein sadistischer Spanner schaut uns jetzt gerade zu? Hey, jetzt bin ich ein kleines Tritt, vielleicht lasst ihr dich da raus. Wir sind doch nicht mehr. Aber gegen ordentlich Franz-Tritt ist doch auch nicht einzuwenden. Boah, ich brauch's nicht von dem Lesbe. Genau, was jetzt kommt, das kenne ich schon. Nein, du darfst nicht zu gucken. Kein Problem, viel Platz zum Verstecken ist ja hier nicht. Erkennen Sie was? Nee, ich weiß nicht. Hey, du da draußen! Schon gewusst, dass Anschein aggressiv macht? Aggressiv? Mir macht es Angst. Stimmt. Und die Angst hat schlägt zu. Ich hab keine Angst vor Menschen. Ist doch schön, wenn Menschen sich für andere interessieren. Jemand hat uns hier eingesperrt. Das finde ich nicht gerade menschenfreundlich. Aber im Moment wissen wir doch noch gar nichts. Mir ist unheimlich. Gratulation! Ihr seid wirklich gut! So schnell hat noch keine andere Gruppe das Versuchungsprojekt gecheckt. Super! Spitze! Eine Meisterleistung! Ihr habt es verdient, etwas mehr über eure Situation zu erfahren. Also, zuerst einmal, ihr seid...
im Jahr letztes Jahr passiert ist. Vielleicht hattest du finanzielle Probleme. Die habe ich doch ständig. Außerdem würde ich wieder eine Bank überfallen, als mich für so ein dämliches Spiel melden. Ja, vielleicht hast du ja eine überfallen. Die haben ja ein Jahr geklaut. Begreift ihr nicht? Wir werden die ganze Zeit beobachtet. Einfach so. Einfach so zum Spaß. Erbärmlich. Was? Ihr seid freiwillig und es gibt Kohle. Also, was soll die ganze Aufregung? Wir sollten uns richtig verließen. Liebe Mandy, schon komisch an sich selbst zu schreiben. Irgendwie schizo. Die vom Sender haben mir gesagt, ich soll schreiben, wie an eine gute Freundin. Also Mädchen, halbe Ohrschweife. Leider darf ich dir nichts über die Spielregeln sagen. Das gehört zum Spiel, dass man dich selber rausfinden soll. Sie sagen, das Publikum findet sowas geil, wenn man keine Ahnung hat und erst so nach und nach dahinter kommt. Aber was rede ich? Bestimmt hast du Glück und du bist der... Tja, leider darf ich dir das auch nicht schreiben. Im letzten Jahr ist was Dummes passiert. Glaub mir, du hast keine Wahl. Dieses Spiel ist deine einzige Chance. Wir haben uns wirklich freiwillig gemeldet. Man sagte mir, ich soll etwas schreiben, was nur wir zwei wissen, damit du das Ganze auch glaubst. Weißt du noch, was wir mit der langen Nadel machten, als der reiche Schnösel die Schicht sitzen ließ, als das Geld für die Behandlung fehlte? Ja, das wissen nur du nicht. Was muss passiert sein, dass man sich für so eine Veranstaltung meldet? Ein Jahr weg. Vielleicht kennt mich meine Tochter gar nicht mehr. Was weiß ich, wo sie sie hingebracht haben. Ja, komm, reiß dich zusammen. Dir fehlt ein Jahr, nicht deiner Tochter. Vielleicht schaut sie ja gerade sogar zu. Meine Mutter, sie ist alt und braucht Pflege. Bevor jetzt das große Geheule losbricht, ihr seid sie jetzt einfach so losgezogen. Wahrscheinlich sorgt das Fernsehen für sie. Auf mich wartet keiner. Keiner, der wichtig wäre. Kein Zuhälter, kein Gerichtsvollzieher? Kein Zuhälter und kein Gerichtsvollzieher. Bei Mandy gibt es nichts mehr zu finden. Sarah! Sarah! Ach Scheiße, ich kann mit keiner Welt ansprechen. Stimmung, Leute, das ist jetzt wichtig! Die ganze Welt schaut uns jetzt zu, ist das nicht toll? Die Welt kann mich am Arsch nehmen! Hey, das ist gerade eben die ganze Menschheit beleidigt. Hallo, Leute, soll ich mir meine Kollegin, die meint es nicht so? Natürlich meine ich es nicht so! Aber keine Angst, Sally Boy, die schneiden raus, was sie nicht hören wollen. Meinst du? Na, hey, Welt! Herhören! Lasst euch nicht länger verarschen! Macht die Revolution auf drei! Eins, zwei, drei! Ja, dir was? Sag ich doch, rausgeschnitten. Sie müssen schon sagen, welche Revolution. Sonst weiß da keiner Bescheid. Jede Revolution ist besser als den Scheiß, den wir hier haben. Also auch eine islamische? Das führt doch jetzt zu nichts. Wir sollten uns näher kennenlernen. So wie es ausschaut, ist unser Aufenthalt doch von längerer Dauer. Erste Idee, Alter. Fang an. Also gut. Mein Name ist Berger, Wolfgang Berger. Eigentlich Dr. Wolfgang. Ja, der Doktor ist nicht so wichtig. Ich bin Privatdozent für Germanistik und Philosophie. Verheiratet, zwei Kinder, 21, naja, jetzt haben wir 22 und 23 Jahre. Ein Sohn und eine Tochter. Ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ja, das ist jetzt das Wichtigste für mich. Hobbys! Hobbys? Na, irgendwas Menschliches halt. Ein Krieg, ein Hobby. Ja gut, ich höre gerne klassische Musik. Oh Mann. Ja, und ich mag ja Süßes. Dieser. Süßes mag ich auch. Das sieht man. Und Puppen mag ich. Hatte mal ganz viele Puppen. Kleine, große, aus fast aller Welt. Die waren so süß. Und was haben Sie gelernt? Ich meine, welche Ausbildung haben Sie? Wollte mal Kinderpflegerin werden, hatte aber zu schlechte Noten, wurde Verkäuferin. Dann hat man uns verboten, an der Kasse Wasser zu trinken, weil wir dann zu
lange auf dem Klo sind, sagte das Filialleiterschwein. Dann habe ich mich beschwert und schwupps war ich draußen. Ha, da wird nicht lange gefackelt. War dein Kundin bei der Arbeitsagentur. Bevor die mir einen Cent gaben, musste ich erst alle meine Puppen herlegen. Nicht mal einen 10-Cent-Sklavenschub haben die mir verliert. Warum haben Sie sich nicht selbst woanders als Verkäuferin geworden? Hab ich ja. Die Haken habe ich mir abgelaufen. Manchmal habe ich in der Kneipe bedient und so, aber das wurde nur schwieriger. Der wird schon der dickliche nicht mehr ganz blutjunge Frau, wenn er beliebig viele nackige Tüdelungs haben kann. Success! Wow, was ist denn das wieder her? Vielleicht bin ich gar nicht so blöd, wie er meint. Herr John, keiner denkt schon über Sie. Wie kommen Sie darauf? Erzähl mal was von dir. Was soll ich schon bloß sagen? Bin John? Ja, und? Das ist doch jetzt nicht alles. Herr Berger möchte wissen, was du gelernt hast, vom Beruf bist, Kinder oder Familienstand. Das ist doch wirklich nicht so schwierig. Gelernt? Naja, gelernt habe ich, aber jetzt lach nicht. Verkäufer. Ja, aber nur ein paar Monate, dann habe ich den ganzen Scheiß hingeschmissen. Habe mich zum Schutzdienst gemeldet. Schutzdienst? Zu welchem Schutzdienst? Naja, für Industrieanlagen und Banken, für Prominente und Reiche, alles wo Kohle ist. Auch schon mal ein paar Terroristen umgenietet, die ihrem Chef nur mal ihre Meinung geigen wollten, so wie Mandy. Na klar, da wird nicht lange gefragt, wenn sich einer verdächtig macht, wenn er die anderen Leute aufwiegt oder gar sabotiert. Bei so einer muss die Menschheit doch geschützt werden. Ich muss gleich kotzen. Und außerdem, wo gibt's denn heutzutage noch einen halbwegs vernünftigen Job? Beim Schutzdienst ist das klasse. Geld, Frauen, Alkohol, Urlaubsgeld, Krankheit. Schon deine Rente zahlst du, wenn der Arbeit nichts passiert. Hör mal zu, John. Ich bin von der Gruppe Aktion 2010. Hey, cool. Echt ist nicht wahr. Ich hatte eigentlich eine bessere Meinung von Ihnen. Und die schlägt das wohl aus dem Fernsehen. Wir wollen die Gesellschaft ins Chaos stürzen. Wir sind im Chaos. Alles liegt am Boden, alles wird zerstört. Nur sehr wenige profitieren davon. Wie kommst denn du zu dieser Gruppe? Oh, klassisch. Hatte eine richtige Bilderbuchkarriere. Ausgesetzt, Babyklappe, Pflegeeltern. Dann kürzte der Staat sämtliche Stütze für die Pflege. Und schon war ich im Kinderheim. Das Heim war in Wirklichkeit ein Arbeitslager. Im Schnelldurchgang wurden wir angelernt und dann an Firmen verliehen. Kinderarbeit? Genau, Geld haben wir nie gesehen, nur ein paar Cent für Kaugummis. Bin natürlich bei der ersten Gelegenheit abgehauen. Lebte dann ein paar Jahre auf der Straße. Meine schönste Zeit war eine richtige Familie. Bis sie mich wieder schnappten und resozialisierten. Nach dieser Anstalt habe ich nach Leuten gesucht, die auch die Schnauze voll hatten, wie dieses System mit uns umspringen. Wir waren keine Terroristen. Wir waren Sozialrevolutionäre. Aber das ist doch ein und dasselbe. War Robin Hood ein Terrorist? Wir haben das Gleiche gemacht. Wir waren gut. Hey Leo, du hättest zu uns kommen sollen. Nee, danke. Aber Sie haben doch Menschen umgebracht. Das stimmt nicht. Schau, wir denken doch, das System ist schuld, nicht die Menschen. Warum sollten wir Menschen umbringen? Die Mörder waren nur Trittbrettfahrer, die von nichts verstanden haben. Aber das meiste ist sowieso bloß frei von Netze. Und das Kind? Ja, da haben sich die Presseleute draufgeschützt wie die Geier. Großaufnahme. Die verzweifelte Mutter. Headline. Unsere kleine Sabrina. Wird sie überleben? Exklusivinterview am Sterbebett einer Vierjährigen. Wenn eine Firma ein paar über die Klinge springen lässt, weil Sicherheitsvorschriften nicht rentieren, wo sind da die Großaufnahmen, na? Wir waren auf der Flucht. Das Kind lief einfach auf die Straße. Ihre Bande hat es zum Krüppel gefahren. Sieht so ihr neues System aus? Und dann wurde sie geschnappt. Ja, bis gestern saß ich im Gefängnis. Hochsicherheitstrakt. Lebenslänglich. Wer verhilft sie jetzt noch? Oh, meine Story schnell erzählt. Vater Alkoholiker, Mutter Putzfrau, beide tot. Aufgewachsen in einer Barackensiedlung. Hab mehrere Jobs gemacht, zuletzt LKW-Fahrerin. Eine Ausbildung habe ich natürlich keine. Wer nimmt denn schon eine aus der Barackensiedlung? Na bitte, ich wollte mit der Frage nach der Ausbildung keinen zu nahe treten. Wie alt ist denn Ihre Tochter? Sarah,
11 Jahre. Sie ist das Beste, was mir jemals im Leben passiert ist. Und ich weiß ums Verrecken nicht, warum ich hier bin. Ich hier bin und nicht bei ihr zu Hause. Vielleicht. Vielleicht? Ach, nichts. Du weißt doch was. Ich weiß nichts, aber ich bin überzeugt, keiner von uns ist freiwillig hier. Wir alle waren in einer Zwangslage. Vielleicht bekommt Leo Straferlass, was weiß ich. Und John ist überschuldet. Hey, ich kann mit meinem Geld umgehen. Und deine Zwangslage? Ja, jetzt bin wohl ich an der Reihe. Gut. Meine Eltern waren wohlhabend. Nicht übermäßig, aber ausreichend. Mein Vater hatte einen gar nicht so kleinen Betrieb in der Computerbranche. Leider starb er, als ich 16 war. Ich besuchte natürlich eine Privatschule. Ja, natürlich. Eine christliche Privatschule. Von Schwestern geleitet. Sie waren wirklich sehr nett. Dein Vater hat bestimmt gut bezahlt. Mag schon sein. Jedenfalls, nach dem Tod meines Vaters ging es bergab. Meine Mutter verstand nichts vom Geschäft. Ich musste die Privatschule verlassen. Das sehen Sie? Und half meiner Mutter. Aber wir hatten gegen die Banken keine Chance. Die haben Computer von uns gekauft, die sie nicht bezahlten. Gleichzeitig strichen sie uns den Kredit. Insolvenz. Die Computer behielten sie. Ja, so muss man es machen, wenn es in diesem Staat so etwas bringen will. Wir verloren unser ganzes Vermögen. Leben jetzt in Untermiete. Meine Mutter wurde krank. Sie gab einfach auf. Ich pflege sie. Ich vermute, ich bin hier, weil ich Geld für die Medikamente meiner Mutter brauche. Ich habe zwar eine gute Bildung, aber das zählt ja heutzutage nichts mehr. Lass sie doch abkratzen. Hat eh nicht mehr viel von Leben. Hört schon. Wenn jeder so denken würde wie Sie, dann wäre die Menschheit schon längst am Ende. Martha ist Opfergeist in allen Ehren. Aber hätten nicht alle tatenlos zugesehen, als alle sozialen Errungenschaften aus 100 Jahren Arbeiterkampf, aus 100 Jahren Arbeiterkampf kaputt reformiert wurden, müsste Martha sich nicht prostituieren. Bitte? Ich prostituiere mich nicht. Wie kommen Sie dazu? Aber wir verkaufen uns doch alle. Alle, die kein Geld haben, verkaufen sich die Geldsäcken. Was bleibt uns schon anders übrig? Und wir haben uns einen Sender verkauft. Genau. Das sehe ich aber anders. Es ist doch schön hier. Warum glaubst du, dass du hier bist? Sicher brauche ich Geld. Aber ich sag dir, ich würde sogar bezahlen, dafür hier mitmachen zu dürfen. Du wirst bekannt? Ja, bekannt für eine Woche, dann kommen die Nächsten. Na und? Du kommst raus und erlebst was. Ich habe nie verstanden, warum sich Menschen derartige Sendungen ansehen. Es passiert doch nie etwas. Die Leute hocken herum, plaudern über alltägliche Nichtigkeiten. Ich habe mir das immer gern angeguckt. Du lernst was, du siehst, was andere für Probleme haben, normale Leute wie du und ich und wie sie damit klarkommen. Ja, nur, dass wir keine normalen Leute sind. Wie meinen Sie das? Ja, du bist Professor. Doktor, ja, auch gut. Mandy ist eher das anti-intellektuelle Trash-Vibe. Hey, hey, hey! John ist ein rechter Paramilitär und ich ein militanter Linker. Dada ist eine feministische Lesbe und Martha... Ich gebe wohl die Konservative ab. Glaube an Gott und höhere Werte. Bist du etwa lesbisch? Nein. Es ist alles auf Konflikt ausgelegt. Wir sollten uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Damit die Fernsehfurze etwas von uns lernen. Toll, nicht wahr, Mandy? Ich werde bestimmt keinen im Kopf einschlagen. Diesbezüglich kann ich sie beruhigen. Jetzt übertreibt mal nicht. Wir sitzen hier in einer geilen Wohnung, verbringen eine nette Zeit zusammen und sympathisch, die von uns gewinnt. Hey, kennst du die Spielregeln? Vielleicht gewinnt der brutalste, der gemeinste, das brutalste Schwein von uns allen. Nein, ja, kann viel passieren. Wer weiß, vielleicht will uns ja noch mehr sein, ja. Die Shows wurden schon immer komischer. Was die Leute alles haben, um ins Fernsehen zu kommen. Einer ließ sich mal in ein Dixie-Klo einsperren und den Berg runterholen. Die Toilette war natürlich von oben bis unten voll Kacke. So was scheint dich da mächtig zu interessieren, Manny. Ich finde das eklig. Ist doch geil. Total abgefahren. Echte Kerle machen sowas. Nur so zum Spaß. Also für mich grenzt das Ganze am Selbstverstümmeln. Wir haben in der Gruppe auch darüber diskutiert. Warum haben Menschen den Mut, die verrücktesten Dinge zu machen? Hast du ja sich? Dann Gummis sein vom Brücken runterspringen und so ein Scheiß. Aber wenn der Konzern sagt, du arbeitest heute 2-3 Stunden länger, ohne Lohnausgleich, weil du sonst fliegst, fressen sie es ohne zu murren. Ich finde, die Leute haben keine Mitte mehr.
Es ist alles beliebig geworden. Wenn die Menschen wieder zum Glauben zurückkehren würden, würden sie wieder Sinn in ihrem Leben sehen. Ach, Glaube ist doch auch beliebig. Die einen glauben an die Wiedergeburt, die anderen an Außerirdische oder Jungfrau Maria. Jeder sucht sich etwas, irgendetwas. Und für manche ist es eben Fantasy-Jumping. Fantasy-Springen als Lebensinhalt? Lächerlich. Also ich will ja nicht mal den Doktor rauskehren, aber Sie haben gerade jetzt was Wichtiges angesprochen. Menschen suchen Orientierung. Früher war klar, wenn mein Vater schmied war, wurde ich auch schmied. Oben war die Gottheit und unten die Hölle. Das heißt, keiner musste sich Gedanken über seinen Platz in dieser Gesellschaft machen. Der moderne Mensch dagegen erlebt eine Identitätskrise, weil er zu viele Möglichkeiten hat. Quatsch. Was hast du schon für Möglichkeiten? Prostitution oder Verhungern? Möglichkeiten gibt es nur in der Werbung. Ich mag Werbung. Warum sollen wir nicht an die träumen? Und die lügen doch nicht. Wenn du ein tolles Auto hast und ein schickes Haus, hast du da wirklich mehr vom Leben. Wir haben vor allem mehr Frauen. Sagt die Werbung. Nee, sag ich. Von meinem ersten Geld haben wir gleich einen fetten Sportwagen gekauft. Rattensalo natürlich. So was fahren die Frauen voll drauf ab. Wie viel hast du dafür bezahlt? Ja, die Anzahlung war bei 4.000 Euro. Ich meine doch nicht fürs Auto, sondern für die Mädels. Dann meinst du, die machen freiwillig mit dir? Schlaffe! Was soll das? Was? Hey, Frühstück steht auf dem Tisch. Also geschliffen war jemand hier. So läuft das also. Wir sollten Wachen aufstellen und gerne abfangen. Ich bin heute Nacht plötzlich aufgewacht. Ich spürte, da ist jemand im Raum. Gestreamt. Klingt doch nicht schlecht, was habt ihr?
Herr John, eigentlich spricht man vom Beamen. Das kommt vom Englischen, the beam, der Strahl. Ja, du hast selber einen Strahl, immer ein blödes Science-Fiction. Vielleicht hat man das ja inzwischen erfunden, beamen oder streamen. Würde mich schon interessieren, wie es draußen so aussieht. Aber Ihre Revolution scheint es zumindest nicht gegeben zu haben, Herr Leo, oder? Andernfalls säßen ja hier nicht hier, denke ich. Vielleicht gab es einen Putsch. Vielleicht herrscht wieder Ruhe und Ordnung im Land. Die Verhältnisse waren ja schon der reinste Anarchismus. Also das hier deine Vorstellung von Ruhe und Ordnung? Ich glaube nicht, dass geputscht wurde. Erscheint mir unlogisch. War doch eh schon, wie es ein Diktator kaum besser machen kann. Kontrolle, wo du hinsiehst. Absolute Kontrolle. Aber immerhin, Ihre Gruppe war doch ziemlich lange aktiv. Ich bin sicher, die hat uns schon lange im Visier. Wir haben einfach ein zu gutes Feindbild. Jede Schweinerei konnte man mit uns rechtfertigen. Die ließen uns erst hochgehen, als man uns nicht mehr brauchte. Morgen! Morgen! Hey, wo ist denn mein Frühstück? Oh, tatsächlich ist nur für fünf gedeckt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Da kannst du was probieren. Danke, reicht schon. Das habe ich noch mehr als hier. Die erste Schikane. Sie wollen uns wirklich gegenseitig aufeinander aufhetzen. Eintracht und Frieden bringen wir zu den Toten. Ist ja auch unheimlich interessant, wie Menschen um ihr Frühstück kämpfen. Diesen Spaß haben wir ihnen wohl gründlich verdorben. Ich glaube, das gibt keine Pluspunkte. Schau einfach zu Pluspunkte. Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, dass wir permanent beobachtet werden. Ist doch normal, draußen wirst du doch auch dauernd ausspioniert. Haufenweise Kameras in jedem Kaufhaus. Jeder scheiß Platz wird überwacht. Da weiß doch bestimmt unser Sicherheitsexperte Bescheid. Gibt es denn überhaupt irgendwo unsichtbare Orte? Wie viele Überwachungskameras gibt es denn, sagen wir, in einer mittelgroßen deutschen Stadt? Naja, nun schon ziemlich viele, aber sorry, das ist leider ein Betriebsgeheimnis. Wenn du heute einen beliebigen Tag durch eine beliebige Stadt spazieren gehst, bist du 300 Mal auf Video aufgenommen, mindestens. Aber das ist doch etwas anderes. Da geht es um unser aller Sicherheit. Ich meine, die Privatsphäre. Dass da jemand zuguckt, das ist obszön. Also, wenn mir einer beim Scheißen zuschauen will, dann soll er doch. Ist mir doch egal. Also, was dir zum Kumpel hat, nochmal die Kinder. Ich will es nicht hören. Aber ich bin gerade recht. Das ist kein erbauliches Thema für ein Frühstücksgespräch. Herr Leo, Sie äußern vorhin, in unserem Land herrscht die absolute Kontrolle. Ja, was die Videoanlagen betrifft, da mag das ja stimmen. Aber auf der anderen Seite hat man ja den Eindruck, alles gerät aus dem Ruder. Mehr Kriminalität, steigende Arbeitslosigkeit, Aufstände. An den Stadtränden entstehen Slums. So totalitär, wie Sie behaupten, kann ja unser System nicht sein. Ach, Professörchen, lernt man am Ende denn gar nichts Vernünftiges mehr? Demokratie ist doch die raffinierteste aller Verarschungsmethoden. Die Reichen werden reicher und die Armen immer hilfloser. Perfekt! Wen sollte das stören? Am allerwenigsten eine kapitalistisch-demokratische Regierung. Immerhin kannst du wählen, wenn doch die Typen einfach auch wieder nicht passen, statt hier rumzumotzen. Hab mal gewählt. Eine Friedenspartei. Kaum an der Regierung waren die gleichen Leute die schlimmsten Kriegstreiber. Na und? Hör sie wieder ab! Wen? Die Regierung oder die Leute, die wirklich die Macht haben? Trotzdem ist mir eine Demokratie immer noch lieber als eine Tyrannei. Die Demokratie schreibt mir nicht vor, was ich denken soll. Sie lässt mir meine Freiheit. Hast du gestern Mandy nicht zugehört? Wenn Millionen von Arbeitslosen deinen Job wollen, wirst du dir deine freien Gedanken schön verkneifen, auch wenn du 10-mal recht hast. Und so kleine Wahrheiten liest du auch nicht in der Zeitung oder kommen ins Fernsehen. Also ich kann mich erinnern, doch den einen oder anderen kritischen Artikel gelesen zu haben. Ich hasse mal auf einen vernünftigen Artikel. Kommen 100 Propaganda-Artikel. Und damit tun sie so, als gäbe es nur Meinungsfreiheit. Und kriegen doch jeden Blödsinn durch. Naja, ich gebe zu, so Unrecht haben sie nicht. Die Einführung der Rente mit 72 war ja diesbezüglich eine Glanzleistung. Genauso die Verlängerung der Wochenarbeitszeit auf 50 Stunden. Die Medien schaffen es tatsächlich, den Wählern diesen Rufen glaubhaft zu machen. Trotz der gigantischen Arbeitslosigkeit. Ja, Goebbels wäre stolz gewesen auf seinen Lehrjungen. Seht ihr, das hat mich auch gewundert. Und ich dachte, ich sei die Einzige. Wie kann man denn die Arbeitszeit verlängern, wenn gar keine da ist? Hast du doch gesehen, man kann. Ja, weil das, was die anderen sagen, auch irgendwie richtig war. Es gibt einfach immer mehr alle. Wer soll die noch alle durchfüttern?
Hey, wir haben dazu einmal eine Aktion gemacht. Nannten Sie die Bauernregel? Nein, das habe ich gesehen. Ihr seid in der Quische eingestiegen. War echt eine klasse Leistung. Was habt ihr da gemacht? Zwei von uns sind übers Dach eingestiegen. Haben sich auf die Bühne abgeseilt. Während einer Live-Show? Genau. Sie grapschen sich den Moderator und der musste dann unsere Fragen vorlesen. Laut und deutlich. Und der machte das einfach so. Ihr habt ein fettes Kaliber dabei. Der Schaufel hat sich fast in die Hose geschissen vor lauter Angst. Dass ich davon nichts mitbekommen habe. Oh, die waren auf Zack. Der Programmleiter hat sofort umgeschaltet. Die wussten, dass wir kommen. Die machen sich einen Spaß aus uns. John hat wahrscheinlich ein Lehrvideo gesehen, wie man gefährliche Terroristen bekämpft. Was für Fragen waren denn das? Oh, ganz einfache. Zum Beispiel, wie viele Menschen ernährte ein Bauer 1950 und wie viele im Jahr 2000? Manny, du bist dran. Na, weißt du's? Wie viele Menschen ernährte ein Bauer 1950? Woher denn? Ich helf dir. A, 5. B, 10. C, 50. D, 150. Na, da muss ich fragen. Wer weiß denn sowas? 50 vielleicht? 10. Im Jahre 1950 ernährte ein Bauer gerade mal 10 andere Leute mit durch. Und im Jahre 2000? 5. C, 50, 150. Mehr natürlich, das weiß ich gar nicht. Also 10 hatten wir gerade, dann sage ich jetzt wieder 50. Wieder falsch, 150. Mit 10.000 Euro geht leider niemand anderen. Ja, und was bezweckten Sie damit? Ja, verstehst du nicht. Die menschliche Produktivität ist wahnsinnig gestiegen. Es ist überhaupt kein Problem, ein paar Leute mehr oder weniger durchzufüttern. Ein Bauer kann 150 Menschen ernähren. Ein Bäcker 55 backen. Ein Schneider 150 Leute anziehen. Heute kommen für einen Alten ganze 4 Arbeiter auf. Statt für 150, nur für einen. Und man tut so, als geht die Welt unter. Aber es heißt doch allerorten, dass die Kassen leer sind. Und man sieht es ja auch. Die Schulen verfallen, Schwimmbäder, Kindergärten. Die Renten sind kaum noch ein Taschengeld. Sozialhilfe und Arbeitslosengeld abgeschafft. Das Gesundheitswesen privatisiert. Und begonnen hat damit ein Sozialdemokrat, also einer von euch Linken. Das zeigt doch, dass es nicht anders ging. Und selbst die Gewerkschaften waren dafür. Sie sagten, Reformen seien notwendig, damit die sozialen Sicherungssysteme bestehen bleiben. Und? Bestehen sie weiter? Die Kassen sind leer, weil die Reichen, diejenigen, die am meisten von diesem System profitieren, keine Steuern zahlen. Genau! 1960 trugen Arbeiter und Unternehmer fast zum gleichen Teil die Steuerlast. Heute dagegen bezahlen die Lohnabhängiger von 90%. Finanzieren also fast alleine Straßenbau, Militär, Polizei, Schulen und so weiter. Die Reichen zahlen gerade mal 10% für diesen Staat. Tendenz weiter fallen. Immerhin kannst du wählen. Nie was von Globalisierung gehört? Bei der Konkurrenz können wir einfach nicht den Zauberhaus weiterleben wie bisher. Danke schon für das Stichwort. Weißt du, wenn 2003... Also in der Zeit, in der die berühmte Agenda 2010 durch die Box wurde, Exportweltmeister war. Mir doch egal. Du weißt es also nicht. Aber ich kann dich beruhigen. Weder die Quizkandidaten, noch der Moderator, noch das Publikum wussten es. Sie wussten nur, dass bei uns die Lohnkosten zu hoch sind. Na klar. Jetzt mach's euch so spannend. Exportweltmeister Ende 2003 war... Tada! Deutschland. Der Exportüberschuss lag bei ca. 100 Milliarden Euro. Das ist allerdings erstaunlich. Wenn Politiker und Unternehmer also damals behaupteten, bei uns sei die Arbeit zu teuer, logen sie schlicht und ergreifend. Sie logen. Ich glaube, noch keine Regierung hat die Leute so sehr an der Nase herumgeführt wie diese damalige SPD-Regierung. Und wo ist das Geld geblieben? Bei denen, die unser Herr John hier so verteilt. Immerhin kannst du wählen. Wir sind bei einer ewigen Gleichmacherei. Aber es ist die Welt nicht. Es gibt eben Starke und Schwache. Und nur die Starken werden gewinnen. Sonst muss die ganze Rasse untergehen. Rasse? Und bei uns überleben die Starken, oder? Exakt. Ich finde das mehr, die Gemeinde. Die kann man hochkriegen. Surviving of the fittest. Das heißt ja auch nicht überleben das Stärkere. Das heißt überleben das am besten angepasste. Yes. Das wird fast immer falsch übersetzt. Und weil dieses jeder gegen jeden System absolut gemein ungerecht ist, kommen nur gemeine ungerechte Typen vorwärts. Und wenn schon, du musst doch zur richtigen Seite gehören, dann passt schon. Eigentlich kaum zu glauben, dass es so weit gekommen ist. Wir waren mal ein so reiches Land. Sind wir doch immer noch.
Nur, dass wir davon nichts mitkriegen. Nach den meisten sozialen Indikatoren, Kindersterblichkeit, Bildungschancen, frei Zugang zu ärztlicher Versorgung, ist dieser Staat mittlerweile ein Entwicklungsland. Tja. Du merkst doch auch, dass das nicht stimmt. Im Grunde, glaube ich, bist du gar nicht so verkehrt.
Also, Geschichten könnte ich derzeit. Tun wir das platzen vor Wut. Wie kommst du dazu, diese Leute auch noch zu verteidigen? Ich verstehe es nicht. Ja, habe ich dir doch schon gesagt, weil die besser bezahlen. Aber ihr bringt doch Menschen um. Ihr killt Gewerkschafter, ihr mordet Straßenkinder, ausländische Städte. Ihr doch nie. Komm, bei euch liegen Listen rum, da steht genau drauf, wie du sein abgeschossener Penner bringt, weil er eine Schlachtfeld stört. Ich mach da nicht mit. Das sagen alle. Und dein wirklich großes Auto? Ja, okay, ich weiß, das ist scheiße, aber so ist es nun mal. Ich will zu den Gewinnern gehören, nicht zu den Verlierern. Du bist dran. Du, Martha, darfst doch Martha sagen, oder? Meinetwegen. Welche von uns drei uns gefällt denn am besten? Bestimmt der Berger. Der ist was so niedes, konservativ oder langweilig. Ich finde Herrn Berger nicht langweilig. Der denkt viel über die Dinge nach. Das ist alles. Bingo! Und auf wen steht ihr da? Ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Aber der John, der würde mir schon gefallen. Der ist witzig. Falls du das noch nicht bemerkt hast, die Witze gehen auf deine Kosten. Ich weiß, das ist mein Problem. Ich verknall mich immer in die falschen Typen. Ich habe da in einem Buch gelesen, das könnte dir helfen. Es hieß, wenn Frauen so sehr lieben, fühlst du dich ein Antipariat. Um was geht's denn da? Oh, es ist schon etwas her. Die Autorin meint so ungefähr, wenn eine Frau einen groben, gefühlskalten Vater hat, verliebt sie sich später immer in Männer, die sie schlecht behandeln, weil sie unbewusst doch noch die Liebe ihres Vaters bekommen möchte. Und umso schlechter sie behandelt wird, umso verzweifelter liebt sie. Weiß nicht, ob das stimmt. Mein Vater war eigentlich schon immer nett zu mir, bin vielleicht die Ausnahme. Ah, ich habe meinen Vater umgebracht. Was? Ich habe meinen Vater umgebracht. Ja. Mein Vater war Alkoholiker. Als er noch Arbeit hatte, da ging es ja noch. Da fing er es abends zu sagen. Dann wurde er arbeitslos und hoffte den ganzen Tag mit ihm. Und er nur noch. Damals war es noch eine Art von Gesundheitsversorgung. Trotzdem, Exitus nach 63 Stunden. Treppe runtergefallen war mein Vater. Wobei sie nicht mehr war, musste ich erhalten. Da habe ich ihn abgestochen. Ich krieg richtig Angst vor dir. Du bist damit fertig geworden. Rechtes Gewissen, meinst du? Nö, er hat meine Mutter erschlagen. Das reicht für die Hölle. Zeigt die blöderweise auch wenig Reue vor Gericht, war halt noch jung. Mit Notwehr kam ich nicht durch, aber dafür mit Totschlag. Nach ein paar Jahren war ich wieder raus. Und was hast du dann gemacht? Ja, bist du durchgeschlagen. Und wie man das macht, habe ich im Knast zur Genüge gelernt. Damals machte ich noch mit Männern. Sarah ist das einzig Positive aus dieser Zeit. Ich weiß nicht einmal mehr, wer ihr Vater ist. Ich hab mit der Männerwelt abgeschlossen. Mit Lesbe aus Überzeugung, nicht aus Veranlagung. Ich könnte ohne Männer nicht leben. Ach, wenn sie noch so gemein zu mir sind. Sie geben mir, naja, Sinn. Und wenn ich mal gar keinen habe, fühle ich mich überflüssig, nutzlos, irgendwie nur halb. Ah, reine Propaganda. Du bist auch perfekt ohne Mann. Hey, danke. Sag mal, Dada, bist du eigentlich eine Emanze? Wenn du meinst, wir sind halt ein paar Dinge klar geworden. Was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Frauen und Religionen. Die Religionen haben die Frauen früher verblödet. Wie bitte? Die Religion verblödet die Menschen nicht. Ach, was macht sie dann? Sie gibt uns Antworten auf Fragen, die niemand sonst beantworten kann. Auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Ha. Was kommt dabei heraus? Wie du redest. Die Religion gibt uns Werte. Sie lehrt uns Verständnis. Sie lehrt uns Liebe. Sie ruft uns immer wieder dazu auf, friedvoll miteinander umzugehen. Das kommt dabei heraus. Und die Religionskriege, Hexenverbrennungen von Attentaten? Ist das ein friedlicher Umgangston? Das ist, weil die Menschen Gottes Wille nicht richtig verstehen. Weil sie zu sehr verblendet sind durch ihren Egoismus. Egoismus? Einfach auf die Straße gehen, weil sie mehr zum Fressen haben wollen. Wer predigt ihnen Mästen? Die Kirche. Die Kirche ist immer auf der Seite der Armen und Schwachen. Du verdrehst die Tatsachen. Von wegen. Die Kirche war erst bei den Sklavenschopf. Bei denen sind sogar Gewerkschaften verboten. Wasser predigen und selber Shampoos saufen. So kenne ich die Kirche. Ohne der Caritas. Wenn du keine Caritas. Die sind doch froh um uns Arme. Herr und so viel geiler. Du kommst doch
meine Tochter. Wie kannst du da nur so undankbar sein? Ach, ich lass dich nicht verarschen. Die haben den Kuchen geklaut und nun speisen sie mit Krümel auf. Wer sind die? Ich finde, du pauschalisierst hier. Hör doch zu streiten auf. Ich komme überhaupt nicht mehr mit. Audrey, Martha, du brauchst deinen Glauben lassen. Wie großzügig. Danke. Du wolltest doch vorher was sagen wegen Emanze und so. Naja, aber du meinst die Regelung nicht. Sehr freundlich. Früher wie heute gilt der alte Lebensinhalt der Frau seine Mann. Er sei, sie sei treu, seine Kurze und was er ist, bei der Fortführung so zu gehen. Wie du das sagst. Oh, und wo bleibt da die Liebe? Die Liebe. Ach, das ist ja romantisch, Kind, der die beiden miteinander aushalten will. Einverstanden? Ich weiß nicht. Ich finde, du sprichst ohne jegliches Gefühl. Ach, Schätzchen, sind Hass und Gier Gefühle? Und auf was beruht die Welt? Auf Hass und Gier, also auf Gefühl. Ein bisschen weniger Gefühl und mehr Vernunft, das könnt ihr wirklich nicht sagen. Das Emotionale ist wichtig. Wenn die Menschen mehr auf ihre innere Stimme hören, statt auf die kalte Vernunft, würde die Welt anders aussehen. Ach, meine innere Stimme ist der Bauch. Der sagt meine Neurodivision. Musst du alles in den Dreck ziehen? Für mich ist diese innere Stimme Gott. Und Gott will, dass ich zu einem guten Menschen werde. Aber die meisten Menschen sind leider taub für seine Worte. Und weil wir taub sind und der Weg schlecht ist und ohne Gottes Einflüsterung geht's mit der Welt bergab. Richtig. Der Mensch besitzt eine zum Bösen geneigte Seele. Die Katholiken sprechen von der Erbsünde. Der Islam sagt, der Mensch besitzt eine erbärmliche Hundeseele. Und der Hund ist bei den Muslimen das schändlichste Tier nach dem Schwein. Ach, die Religion haben doch das nur erfunden, um den Menschen alle Hoffnung auf Veränderung zu nehmen. Schau, wenn du sagst, der Mensch ist vom Grund auf böse, ein moralisches Arschloch, dann hat doch jeder Angst vor der Befreiung. Und das will man ja. Man will die Menschen Angst voreinander machen, damit jede Form von Herrschaft, und wenn sie noch so scheiße ist, akzeptiert wird. Glaubst du denn an gar nichts? Doch, ich glaube an die Menschen, an die freien Menschen, die ihrem Herz und ihren Nieren folgen können, weil sie nicht unterdrückt, eingesperrt, ausgespitzelt, vergewaltigt werden. Nur wenn wir selbst auf uns hören, dann haben wir die Chance, die Welt so einzurichten, dass wir glücklich sein können, dass wir genug zum Essen haben, uns freuen können, tanzen, singen und lieben können. Wenn die Menschen mehr auf sich selber hören, bringen sie den Nächstbesten um, weil der eine goldene Uhr hat. So sind die Menschen. Wenn du meinst, du hast deinen Vater umgebracht. Hast du da auf dich gehört oder auf Gottes Stimme? Du bist doch selbst das beste Beispiel dafür, dass deine Theorie nicht stimmt. Statt auf meiner Religion herumzuhacken, solltest du darüber mal nachdenken. Ehrlich gesagt habe ich zum Schluss jetzt überhaupt nicht mehr verstanden, von was wir zwei eigentlich reden. War das Philosophie? Ja, kann schon sein. Du hast vorher was gesagt, von wegen Lebensinhalt der Frau. Und dass es vielleicht nur irgendwie Propaganda sei mit der Liebe. Ja, so ähnlich. Sag mal, wie meinst du das? Rollenbilder sind doch die gleichen geblieben. Rollenbilder? Nein, nimm die Bibel. Die Frau sei dem Mann untertan und so weiter. Martha wüsste das sicher besser als ich. Und? Und heute erzählt die Werbung diesen Blödsinn. Schau dir doch mal die Fernsehwerbung genau an. Immer läuft's gleich. Frau macht dieses oder jenes. Mann beachtet sich. Frau ist glücklich durch Mann. Mann ist Sinn. Macht dich dem Mann gefällig. Und wie läuft das dann bei den Männern? Die Männer sind eigentlich egal. Bei denen wird zu Ende gelaufen. Sie kann sich den Scheiß aus der Klotze wundern sich, dass sie nicht glücklicher werden. Sie sehen Sinn in Hauskind und einer geilen Frau. Was bekommen sie? Ein stinkendes Auto, für das sie Überstunden machen. Sie aber auf den Zehnfach gehen. Afterschief, das nach Achselschweiß stinkt. Ach, Lebensversicherung gegen Haarausfall. Pillen gegen Impotenz. Penisverlängerung für Selbstbewusstsein. 0,90. Ich mach alles für dich. Ich lege dich bis in die siebte Himmel, mon amour. Ich komm. Du bist so gut. Ha ha ha!
Komm doch mal her. Das hier lang auf dem Tisch. Vermutlich statt des fehlenden Abendessens. Wir nehmen den Revolver, damit spielt man nicht. Warum glaubst du, der schießt mir damit mein Abendessen? Gib schon her, ich kann damit umgehen. Ja, das ist es ja gerade. Meine Herren, beruhigen Sie sich. Ist der geladen? Ja. Da tut die Munition raus. Wir sollen das Ding kaputt machen. Eine sehr gute Idee. Ein Schwachsinn ist das. Und wenn es uns zum Spiel gehört, was dann? Wenn sie uns Militärer einschicken, was dann? Das ist ja vor der Feigheit geschissen. Bitte mäßigen Sie sich. Aber Sie haben recht, der Revolver ist ein Zeichen. Wir sollten nichts Unüberlegtes tun. Dann teilen wir eben Munition und Pistole auf, so sind wir vor Verrückt und das sicher. Wie viele Kugeln sind drin? Es ist keine Pistole, sondern ein Revolver. Fast schon antik. Mit genau 6 Kugeln. Gib schon her, Mr. Besserwisser. Ich will keine Kugel. Herr Berger, würden Sie bitte diese für mich aufbewahren? Wird sie Wert drauflegen? Natürlich, gerne. Deine Kugel behalte ich, du behältst dafür den Revolver. Hey, das finde ich aber jetzt nicht mehr. Sorry, Sonny Boy. Leo hat den geladenen Revolver und hat uns trotzdem nicht gekillt. Mehr Garantie kann uns derzeit keiner geben. Okay, aber bewach ihn gut. Keine Sorge, wie mein Leben. Und nun lass uns endlich essen, man stirbt auch vor Hunger. Das Essen wird rationiert, ein Revolver liegt auf dem Tisch, das kann doch nicht die Spielregel sein. Welche Spielregel? Tod! Du spinnst! Sie spinnt nicht, befürchte ich. Jetzt hör aber auf! Frau Hedwig, wie meinen Sie das? Spielregel Tod. Blödsinn. Wir sollen uns gegenseitig umbringen. Das liegt doch auf der Hand. Und derjenige, der überlebt, siegt. Egal! Also Entschuldigung, hier geht sie, glaube ich, etwas zu weit. Die Zuschauer wollen natürlich unsere Verzweiflung sehen, unsere Angst, unser blankes Entsetzen. Sie wollen eine Katharsis erleben, aber nicht unseren Tod sehen. Eine was? Eine Katharsis. Reinigung durch Mitempfinden, laut Aristoteles. Das Grundprinzip jeder Tragödie. Der Zuschauer leidet mit, fühlt sich aber am Ende geläutert und gestärkt. Ach, falls ein Happy End aufspringt. Ja eben, darauf will ich hinaus. Reinigung durch Qualen, nicht durch den Tod. Im Übrigen findet sich dieser Gedanke auch in Ihrem Glauben, Frau Hedwig. Der Weg zum ewigen Leben ist steil, eng und schmal. Dafür winkt uns danach das Paradies. Bitte vergleichen Sie meinen Glauben nicht mit diesem dämlichen Spiel hier. Entschuldigung, ich wollte Sie nur beruhigen. Außerdem kann auch die Hölle wimpfen. Finde ich lustig, deinen Gedanken, Berger. Menschen geht's also besser, wenn sie einem zuschauen, wie er sich in einem vollgeschießenen Klohäuschen mit Bären überstürzt. Warum nicht, wenn er überlebt? Hey Berger, du bist vielleicht krass drauf, eh. Aber was gesehen, wo einer für ein paar Riemen einen Pferdeapfel gefressen hat? Stell dir vor, da fraß richtig die Pferdescheiße und ein Haufen Leute stand rum und applaudierte. Sorry, mein Liebe, essen gerade. Okay. Aber was ich sagen möchte, besser ging's mir leider nicht. Ich musste wirklich voll abreiern. Für ein paar Cent verkaufen Menschen ihre Würde. Erinnert mich an etwas, was wir mal in der Gruppe geplant hatten. Ui, noch eine Quiz-Story. Nicht ganz. War noch zu unserer pazifistischen Anfangszeit. Lang ist es her. Unsere Grundkritik am Kapitalismus ist, dass er riesige Ressourcen vollkommen sinnlos verschwendet. Ist ja logisch. Die Firmen wollen verkaufen, nicht die Menschen versorgen. Man entwickelt fehlerhafte Software. Geräte gehen gleich nach der Garantiezeit kaputt. Und damit wir das Gerümpel auch kaufen, verpulvert man Milliarden für die Werbung. Stellt euch das mal vor, wir sehen tausendmal am Tag Werbung. Kauf das, friss das, schmiede das ins Haar. Kommt das auch immer, dein theoretischer Quatsch. Ey. Manchmal muss man etwas ausholen, Johnny, damit die Dinge Sinn bekommen. Mann. Also, die schlimmste Verschwendung ist die Vergeudung der menschlichen Arbeitszeit. Du musst jeden sinnlosen Quatsch machen, damit du nicht absäufst. Um den Leuten das klar zu machen, überlegen wir uns ein Straßentheater. Die Passanten sollten hirnlosen Sachen machen. 5 Minuten auf einem Ball stehen, ständig schnäuzern und die Hemd dauernd auf- und zuknöpfen. Wenn sie ihre Aufgaben brav erledigten, wollten wir sie auf schöne Stühle setzen, sie mit Süßigkeiten verwöhnen, massieren und so weiter. Weigerten sie sich aber, hätten sie nur Wasser und Brot bekommen und zum Sitzen stachelige Strohballen. Aber das gibt's doch schon. Bei einer der ganz frühen Big Brother-Sendungen war's doch so. Mein Gott, was ich schon alles gesehen habe.
Die mussten gegeneinander auf einem Trinkenkar durch einen Kontinentradl und eine Handvoll Sand den Tag lang rumtragen, ohne zu verschütten und lauter so Quatsch. Mit Kakerlaken war auch was, aber das lasse ich jetzt weg. Und wer verlor, kam in die arme Hälfte des Containers. Mit Lagerfeuer statt Herd und Strohballen wie bei euch. Und musste den Reichen zusehen, also den Gewinnern, durch Gitterstäbe hindurch. Und die hatten Swimmingpool und alle möglichen Luxus. Kannst du dir unseren Schock vorstellen, dass wir erfuhren, dass es sowas schon gibt? Den ganz normalen, alltäglichen Propagandafernsehen. Weil sie sahen, dass die kapitalistische Ideologie mittlerweile den Status eines Naturgesetzes hat. Sie wird nicht geleugnet, sodass offen damit hantiert werden kann. Perfekt. Keiner kann es sich mehr anders vorstellen. Es gibt keine Hoffnung mehr. Dabei könnte es so schön sein, wenn ab sofort nur noch wirklich nützliche Dinge produziert, bräuchten wir täglich nicht mehr als 2-3 Stunden zu arbeiten. Können wir so eine 15-Stunden-Woche haben? Stattdessen arbeiten wir 60 Stunden und noch mehr. Jeder hat doch mittlerweile 3 Jobs, dass er durchkommt. Und andere dafür gar keine Arbeit. Es kommt aber wieder auf den Teppich. Ihr seid doch alle blem, 2 Stunden Arbeit. Dann lach ich doch. Eine reine Rechenaufgabe. So und so viel brauchen wir, um wirklich gut zu leben. Die Maschinen produzieren so und so viel pro Stunde. Ist gleich fertig. Produktivität ist das Zauberwort. Und dann könnten wir faul in der Sonne putzen und uns den Bauch mit Schokolade verstopfen. Und rund und gemütlich werden. Na, da hat der Kapitalismus auch wieder sein Gutes, oder? Wieso? Ich mag keine fetten Weiber. Na John, dann wissen wir ja schon, wer morgen auf sein Essen verzichtet. Die Weiber mögen auch keine fetten Weiber. Hey, mach uns den Scheiß, alle gegen einen. Ich habe jetzt nicht mehr, ey. In Wirklichkeit wollten die einander loswerden.
Wir suchten uns immer seltener. Irgendwann gab ihr ganz auf. Ohne dass wir explizit darüber gesprochen haben. Traurig. Ach, eher weniger. Für mich eine große Erleichterung. Meine Frau wollte einen Mann, zu dem sie aufschaut und ihr bewundert. Leider fehlt mir jeglicher Ehrgeiz. Ich freue mich über schöne Gedanken, über Literatur. Andere mit meinem Wissen beeindrucken zu wollen, das ist ein Talent, über das ich nicht im geringsten verfüge. So bin ich im Wissenschaftsgebiet ganz unten hängen geblieben. Und die Kinder? Ja, Anstandsbesuche. Sie gehen ihren eigenen Weg, der nicht der meine ist. Sie sind ehrgeizig, sie sind rücksichtslos und sie sind oberflächlich. Ja, sie haben wirklich alles, um auf dieser Welt glücklich zu werden. Sind Ihre Kinder denn glücklich? Naja, eigentlich kann ich das nicht beurteilen. Weil ich empfinde Glück, wenn ich ein schönes Gedicht lese. Meine Kinder freuen sich über materielle Dinge. Sie freuen sich, wenn sie mehr haben als andere. Das gibt ihnen so eine Art Befriedigung. Aber ob die glücklich sind? Glücklich? Vielleicht nicht. Aber materielle Dinge vermitteln Sicherheit. Haben Sie schon von den Menschen gehört, die nichts wegwerfen können? Ihre Wohnungen sind bis oben hin vollgeschmuckt mit allen möglichen Dingen. Der Gedanke, sich von etwas zu trennen, erfüllt sie mit unbeschreiblicher Angst. Ja, Sicherheit, das ist es wohl. Frau Hedwig? Ja? Sie haben vorhin geäußert, die Spielregel sei der Tod. Ich habe Ihnen widersprochen. Aber mittlerweile glaube ich, dass Sie recht haben. Ich weiß jetzt, warum ich hier bin. Und warum? Ich bin hier, um zu sterben. Herr Theater, sagen Sie doch nicht so etwas. Das ist ja schrecklich. Ach, wissen Sie, ich bin ein empfindlicher Mensch. Entschlusslos, wehleidig. Den Gedanken an Selbstmord hatte ich schon lange. Mein Leben ist eigentlich nicht verpfuscht, aber es ist nur leer. In mir ist ein abgrundtiefer Ekel auf alles. Auf meine Frau, auf meine Kinder, auf die Morgenzeitung und auf Dichter, die ihre erste Liebe besiegen, als wäre es ein Börsenkurs. Kein Wort ist empfunden, echt oder wahr. Wahrheit, was ist das schon? Das ist doch nur das, was alle sagen. Ja, und das Echte? Sind wir hier echt? Ich glaube schon, es ist echt. Der versteht sich sicher nicht. Ja, wie kindischer sich ein Mensch aufhört, umso echter wirkt er. Diese Welt nimmt der Menschheit die Ästhetik des Echten. Wird zum Beispiel ein frischer junger Künstler entdeckt, dann tritt sofort ein Sponsor auf ihn zu und drückt ihn seine Ekel auf. Er bekommt eine riesige Galerie, Kontakte, Ausstellungen und er wird 100.000 Mal reproduziert, bis seine Ressourcen, wie Leo so schön sagt, verbraucht sind. Von welcher Ressource sprechen Sie jetzt? Na, von der Echtheit. Jemand, der im Auftrag einer Firma ist, steht, ist nicht mehr echt, weil er nicht mehr frei ist. Ich nehme doch einen Künstler nicht ernst, der in einer Bank ausstellt oder der im Katalog einer Autofirma. Aber war das nicht schon immer so? Früher waren es die Fürsten, die Künstler förderten, damit diese ihre Regentschaft beherrlichen. Heute sind es eben Firmen und Banken. Ja, sicher, Sie haben recht. Trotzdem, ich ekel das Ganze so an. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, Frau. Ja, man darf nicht zu sehr nachdenken. Ich befand mich in einer ausweglosen Situation, bevor ich hier aufwachte. Wollen Sie darüber sprechen? Meiner Mutter ging es sehr schlecht. Das Geld für die Medikamente fraß unsere ganze noch verbliebene Barschaft auf. Eines Tages konnten wir die Miete nicht mehr zahlen. Der Vermieter machte mir daraufhin ein eindeutiges Angebot. Sie meinen? Ja, 6 gegen Miete. Glücklicherweise weiß ich nicht mehr, wie ich mich entschieden habe. Dieses Schweigen. Wie man es nimmt. Wie Leo schon sagte, jeder prostituiert sich, keiner hat die Wahl. Am schlimmsten sind die dran, die nichts haben, was andere interessieren könnte. Die krepieren ganz einfach. Aber offensichtlich sind sie nicht auf sein Angebot eingegangen. Sie haben sich für das Spiel entschieden. Sie vergessen, das war vor einem Jahr. Wie soll ich die Zeit dazwischen wohl anders überbrückt haben? Ja, und ihr Glaube? Meines Erachtens verbietet ihr ihnen doch derartige Dinge. Mein Glaube. Manchmal denke ich, ich lege mir das Ganze nur so zurecht. Wenn ich nicht glauben würde, dass es einen Sinn gibt, dass Gott irgendwann einen gerechten Ausgleich schafft.
Ja, ich schon längst verzweifelt. Also ich will Ihnen nicht verschweigen, Frau Hedwig, dass ich ein Atheist bin. So gern ich einen Gott hätte, der mich tröstet. Aber ich kann nun mal an nichts Absurdes glauben. Aber wenn doch die Welt absurd ist, man braucht einen Halt. Ach, leider kann man Halt nicht erzwingen. Man braucht so vieles. Bekommt man es? Ich habe große Angst. Ohne Gott hat man doch gar nichts mehr. Na, da kann ich Ihnen nicht zustimmen. Ich zum Beispiel habe meine Literatur. Literatur ist für mich Hoffnung. Ich sehe, zu welchen großartigen Dingen die Menschen in der Lage sind. Seien Sie mir nicht böse, Herr Berger, aber Sie wirken nicht gerade wie ein Menschenfreund. Eher introvertiert, weltabgewandt. Ach, ich mag die Menschen durchaus, aber nicht diese. Ich mag die potenziell, die eventuell mögliche. Und ich finde eine Ahnung davon in der Literatur. Überall im Gipfel ist Ruhe. In allen Wimpfen spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein, sie schweigen im Walde, warte nur, Walde, wo bist du auch? Ist das nicht schön? Aber schreiben nicht auch böse Menschen Gedichte mit bösem Hintergrund? Also ich glaube nicht an Gut und Böse. Also Leo und Dala haben mich ja heute schon tief beeindruckt, weil in meinem wissenschaftlichen Elfenbeitrag komme ich kaum mit kritischen Ideen in Berührung. Ich glaube ja auch, dass die Welt im höchsten Maße unvernünftig eingerichtet ist. Wenn einer sich durchsetzt, dann gilt er als vorbildlich. Dabei ist er doch nur rücksichtslos. Wenn unsere Gesellschaft rücksichtslose Menschen fördert, ja sogar als Vorbild hinstellt, ja, dann haben wir ein Problem. Dabei halte ich die ganze Welt durchaus für fähig, ihr Verteilungsproblem, ihr Hunger, der Überfluss, an einem Nachmittag zu lösen, so quasi vorbeigehen. Stellen Sie sich einfach einen vernünftigen Menschen vor, der an seinem Schreibtisch die Tagesaufgabe findet, Wohlstand für alle. Na, er wird doch sofort alle unnützen Dinge streichen. Zuerst die Rüstung. Weg damit. Ah, in diesem Land droht eine Hungerkatastrophe. Dort haben wir zu viel Tomaten, dort zu viel Mais. Also schickt er diese in die Hungergebiete. Das gibt eine prima Polenta. Das verdirbt die Preise. Ja, scheiß doch auf die Preise. Wie geht es um Menschenleben? Nächstes Jahr schicken wir eine Meerwasserentsalzungsanlage. Durch die Schließung der Rüstungsschmiede haben gerade ein paar Arbeitskräfte nichts zu tun. Die machen das gerne für euch. Und siehe da, schon leben wir im Paradies. Ich glaube, Herr Berger, Sie sind auch religiös. Wie meinen Sie das? Dala sagte das heute von sich. Und es trifft auch auf Sie zu. Sie glauben an die Menschen. Frau Hedwig, sagen Sie doch Wolfgang. Wolfi, 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 Wolfi!
Wenigstens herrscht Klarheit. Ich muss gestehen, ich war persönlich noch nie mit dem Tod konfrontiert. Meine Eltern leben noch. Es ist kein Erlebnis, auf das man besonders stolz sein könnte. Ich habe ihn irgendwie gemocht. Er war kein schlechter Kerl. Wo nur seine Kugel geblieben ist. Ja, ich denke, er hat sie runtergeschluckt, schlaut Bärchen. Tja, was machen wir nun? Wir müssen uns verteidigen. Wenn es einer von uns war? Quatsch! Meine Mutter sagte, wer den Furz zuerst gerochen, dem ist er aus dem Arsch gekrochen. Was willst du damit sagen? Ja, aber bitte zuerst aufs Spielregel tun. Sie können doch nicht... Es nützt doch nichts, uns gegenseitig zu verdächtigen. Aber auch ich will überleben. Frieden, Hölle, der Eierkuchen. Scheiß drauf. Einer von uns war's. Alles andere ergibt keinen Sinn. Wohl wahr. Dass der Sender ein Umbringen ist ausgeschlossen. Wieso ausgeschlossen? Die machen doch alles, was sie wollen. Es könnte ja sein, dass mittlerweile die Todesstrafe wieder eingeführt wurde. Der Einzige, der für die Todesstrafe in Frage käme, wäre ich. Sicherlich John. Die bringen doch nicht ihre eigenen Leute um. Und wenn John gelogen hat? Vielleicht ist er ein Krimineller, ein Kinderschänder oder was weiß ich. Selbst wenn. Einen nach dem anderen umbringen ist langweilig. Schon im Eulen oben mussten die Todgeweihten sie selber massakrieren. Euthanasie, Sterbehilfe. Wir haben uns freiwillig gemeldet. Du denkst, wir sind alle Selbstmörder wie der Berger? Jene kann uns umbringen. Ja. Nicht jeder. Wir sind die Spieler. Eigentlich genial. Was soll denn daran genial sein? Mandy hat doch von dieser Big Brother Staffel erzählt, in der die Insassen in Arm und Reich eingeteilt wurden. Im Grunde war das noch nicht konsequent genug. Denn in Wirklichkeit ging es nicht um Arm oder Reich, sondern um Leben oder Tod. Das ist das momentane Gesellschaftsspiel. Herr Leo. Ich habe mich letzte Nacht etwas von Ihrem revolutionären Elan mitreißen lassen. Aber Übertreibungen helfen jetzt auch nicht weiter. 21, 22, Schnipp. 21, 22, Schnipp. Nee. 21, 22, Schnipp. Nee, was soll das? Also nichts. Alle 3 Sekunden stirbt dein Kind an Hunger. Vielleicht auch schon alle 2 Sekunden. Unsere Gesellschaft entwickelt sich ja. Ein schönes Spiel, nicht? 21 Schnipp, 22 Schnipp, 23 Schnipp, 24 Schnipp. Hör auf! Hör auf! Entschuldigung. Ich fasse zusammen. Wir haben einen Toten, der wohl kaum sich selber den Schädel eingeschlagen hat, liegt Mord vor. Sherlock Holmes hier die Untersuchung an sich reißt, möchte ich auch noch ein Wörtchen sprechen. Bitte. Wir unterliegen doch ständiger Beobachtung. Trotzdem wurde der Mord nicht verhindert. Eins muss uns klar sein, dass John nicht das letzte Opfer war. Mark hat richtig gerochen. Spielregel tot. Und wer ist der Mörder? Oder Mörderin? Bravo, angewandte Emanzipation, das hört Frau gerne. Ja, keine Ursache. Also, je mehr ich darüber nachdenke, ich glaube, Herr Leo hat recht. Die Mörder kommen nicht von außen. Es wäre zwar möglich, ist aber nicht logisch. Es muss jemand von uns sein. Die da! Die war's! Die hat ihren Vater umgebracht! Die schreckt sich ja wohl nichts mehr zurück! Martha! Martha! Hast du nicht vorhin Sterbenshilfe erwähnt? Wie kamst du darauf? Kann es sein, dass du bei Papa auch ein bisschen nachgeholfen hast? Du Dreckschwein! Hey. Wir müssen festhalten, dass wir nichts übereinander wissen. Wir müssen uns nur vertrauen. Grad hast du gesagt, einer von uns ist einer. Jetzt fasst du was von Vertrauen. Ist das etwa logisch? Zeig mir mal deine Kugel. Er wurde erschlagen, nicht erschossen. Egal. Du spielst doch immer das Unschutzland. Kannst keiner Pflege was zuleide tun. Mein Glück sind Gerichte. Würde ich einen Mob planen, dann wäre ich genauso scheinheilig wie du. Frau Wendy, bitte. Und deine Rede gestern? Die klang überhaupt nicht nach Büchern. Du, das gib zu.
Frau Mendy, was hat er schon eigentlich über Ihr Verfallsdatum gesagt? Schwein! Hat er nicht Ihre Annäherungsversuche eindeutig zurückgewiesen? Halt's Maul! Hat er sich nicht abfällig über Ihre Körperfülle geäußert? Ich warne dich! Ach ja, warum so aggressiv? Ist es nicht so, dass Sie die Einzige sind, die ein Motiv hat? Stopp! Jedem von uns kann ein Motiv untergeschoben werden. Allein das Spiel zu gewinnen ist Motiv genug. Interessant. Du weißt also, dass man das Spiel mit Mord gewinnt. Aha. Bin ich jetzt an der Reihe? Ja, ich habe ein Motiv. John war eine rechte Bazille. Wahrscheinlich ein Nazischwein. Seine Schwadronen haben meine Freunde umgebracht. Ein gutes Motiv, nicht? Das ist es. Doch deine Offenheit macht dich auch nicht unschuldiger. Na wunderbar. Dann ist jetzt zumindest das geklärt. Wir trauen dem Mord jedem von uns zu. Ohne Ausnahme. Und vorher nannte Mandy das noch Quatsch. Was sollen wir jetzt machen? Ja, abrüsten. Wir entfernen alles, was ein potenzieller Mörder benutzen kann. Wir schmeißen alles über die Mauer. Wenn der Mörder doch von außen kommt, dann sind wir schutzlos. Ja, stimmt. Wir dürfen nichts Unüberlegtes tun. Wir können das Zeug zusammenschlichten und bewachen. Immer zu zweit natürlich. Das müsste die größtmögliche Sicherheit voneinander gewähren. Gegen einen Mörder von außen haben wir keine Chance. Was willst du mit einem Messer gegen jemanden mit Nachtsichtgerät und Maschinengewehr? Doktor, ich gebe mich nicht so einfach geschlagen. Ich hasse es, wehrlos zu sein. Schwachsinn. Haben wir uns euch glücklich gemacht? Ich erzählte, wie ich einen kleinen nassen Vogel fand, wie ich ihn pflegte und ihn pflegte.
meinen Händen. Er flog immer schnurstracks Richtung Horizont. Seitdem habe ich diese zwei Bilder im Kopf. Ein toter Vogel zwischen den Kissen und einer, der aus meinen Händen zum Horizont fliegt. Flieg, Vogel, flieg, habe ich ihm nachgerufen. Was die da außen von uns denken, ob die Mitleid mit uns haben? Tja, sicher haben sie Mitleid. Ganze Tränen, welche sind wahrscheinlich schon geflossen. Ach, was ist die Welt doch traurig. Und dann senden sie zum nächsten Programm. Was machst denn du da? Ich bete, ich suche Frieden mit meinem Schöpfer. Beten und senden, das passt. Bitte. Der Tod? Gewöhnungssache. Ein Tod ist schlimm, hunderte schon weniger. Eine Million, eine Milliarde, wen schert das? Ja, weil es keiner aushalten kann. Einen Tod kann man ja noch mitfühlen. Hunderttausende nicht mehr. Meine ersten Toten. War zur Zeit meiner Straßenkindkarriere. Die Mädchen gingen auf den Babystrich. Uns Jungs blieb nur klauen und betteln. Das sahen die Kaufhausbesitzer nicht so gern. Sie heuerten Schutzdienstleute an. Welche wie John? Wir verkrochen uns nachts in die Kanalisation, damit sie uns nicht finden. Wir fanden uns aber doch. Schmissen irgendein Gas rein. Ich hörte den Ausgang damals am nächsten. Damals ist meine komplette Familie gestorben. Mit einem Schwall Wasser weggespült. Saubere Arbeit. Timmy hat mir das Klauen beigebracht. Entweder war die Mutti. Eine richtige, altmodische Mutti. Kämmte mir die Haare und flickte meine Sachen. Wir spielten Erwachsene. Väter gab's keine. Nur große Brüder. Ich wurde aufgegriffen und wieder ins Heim gesteckt. Sie sagten, ich brauche eine Erziehung, die mich zum anständigen Menschen macht. Meine Familie war tot, aber keiner hatte Mitleid mit mir. Denn eine Straßenkinderfamilie zählt nicht. Sie sagten, sei Glückspilz. Wir hätten das Mineralwasser nicht wegschütten sollen. Hätten wir doch das Zeug runtergekippt und denen da außen den Stinkefinger gezeigt. Wir verdienen die nicht. Jetzt ist es doch zu spät. Wer übernimmt die erste Wache? Spannung. Herrlich! Die letzte Nacht. Wer wird sie überleben? Werden Martha und Berger sich zusammentun und die anderen hinterrücks ermorden? Jetzt zählt nicht mehr der Joker. Jeder kämpft um sein Leben. Da kann man keine Rücksichten mehr nehmen. Entweder ich oder die anderen. Der Mensch wird wieder zum Tier. Die feindliche Umwelt zwingt dich zum Bösen. Der Überlebenstrieb lässt sogar die Friedliebsten töten. Das ist das Ende der Zivilisation. Nur hauen und stechen. Und wir sind live dabei. Fuck auf!
zwei toten Täubchen. Ich will dir nicht stören, aber solltet ihr nicht eigentlich Wache schieben? Wie damals John Edwin Entwistle von The Who.
Und Mandy zertrümmert ihre Gitarre. Bam! Vielleicht. Wir wären gut gewesen. Wir wären gut gewesen. Ach, scheiß drauf. Oh, Leonie! Genau, eine Kugel. Geil! Du lebst? Ja, freust du dich? Warum? Tja, der gute alte John, dumme, leckere Socken. Der gute alte John hat hier alles eingefädelt. Du hast? Ja, ich hab sie alle umgebracht. Bis auf Leo, der hat mir die Arbeit abgenommen. Da warst du! Na. An meiner Stelle hättest du genau das Gleiche gemacht. So wie die Müllregel. Und alle haben dir zugestimmt. Ich weiß von keiner Zustimmung. Ich weiß nichts. Okay, nun werden wir schon alles herausgefunden. Einer. Denn das Los bestimmt, was die von Anfang an bescheidet. Der Joker! Und der sorgt dafür, dass die Todesrate stimmt. Ich hätte nie jemand ermordet, nie! Du hättest. Glaub mir, du hättest. Wir haben alle gemeinsam noch ein nettes Trainingslager besucht. Und zusätzlich haben sie uns ein paar Gehirnwellen zurechtgebogen. Danach hättest du eine eigene Mutter angebracht. Was ist mit meiner Tochter? Die arme oder glückliche, je nachdem, wie man es nimmt. Wie nah doch Freude und Leid beisammen bringt, da werde ich ja fast philosophisch. Was ist mit ihr? Deine Tochter ist leider sehr krank. Was hat sie? Na, Hirnsohn, kräftig, aber bald wird es ja besser gehen. Ja. Sender zahlt für die Heilung. Wenn ich siege? Verlierst, wenn du siegst, wenn du siegen würdest. Ja, dann hätte die Arme gequatscht. Dann ist der Sender mal in die Klucken. Oh, aber spricht nur die ganze Operation, denn sie das Töchterchen heraus. Hast dich quasi für sie geopfert, Schätzchen. Du bist wieder! Kann ich dir nicht mehr denken. Wir haben uns übrigens alle nicht besonders gemocht damals im Trainingslager. Ich hab kein Wunder. Mit jemandem, den man umbringen soll, freundet man sich nicht an. Du warst übrigens eine der eifrigsten. Denn ich bin ja immer genickt. Warum haben die anderen? Hey Martha, also die liebe Frau Mama und ihr schlechtes Gewissen. Martha war eine Nutte. Hat er dich überhaupt nicht für Glauben, solche. Die verbieten doch alles, was Spaß macht. Ja, dir Wille. Genau, und Marthas Deal mit dem Sender war Medikamente für die Mutter und ein neues Leben für sich selbst. Stell dir vor! Sämtliche unkeuschen Erinnerungen sollten aus ihrem Gedächtnis gelöscht werden und zusätzlich gäbe per Operation ein neues Blutverbeutchen. Ja, ja, unsere fromme Martha. Ich glaube, mit Berger hat sie wirklich ihre große Liebe gefunden. Tragisch, tragisch. Der Berger war schon okay, wobei ich nie verstanden habe, warum er so mitgemacht hat. Hast du schon vergessen? Selbstmord! Trotzdem, aber er hat es doch so wichtig mit der Würde des Menschen und dann sein Leben in so einem Spiel zu beerdigen. Da wäre mir schon was Besseres eingefallen. Gib dir keine Mühe, ich kann mir deinen Aufgabenleben auch vorstellen. Hast recht. Warum soll ich mir Gedanken über meine Rede machen? Ich stelle zu einem neuen Anfang, im Gegensatz zu unserem Herrn Berger. Der hatte seine schöne Stelle an der Uni verloren. Tja, wir brauchen heutzutage noch Philosophie und so ein Quatsch. Ein paar Professoren leiten sich noch, die schreiben dann aus
Qualitäten sind, aber dafür reicht eine Handvoll dicke Berger war so beleidigt, dass er alle Lust verlor, verweigerte sämtliche Zwangsarbeiten, wurde obdachlos. Alle die erstaunen, dass er den Arsch noch hochbekommen hat, um jetzt mitzumachen. Wahrscheinlich für uns den Mitleidsschrei eines feigen Selbstmörders. Und Leo hat mal nicht verkraftet, dass ausgerechnet er, der Weltverbesserer, ein Kind überfahren hat. Immerhin kriegt der Kleine jetzt lebenslang die ordentliche Kuppelrede. Was seid ihr alle Scheiß, Sozial? Meine Story ist auch lustig. Mandy hatte AIDS. Weißt du noch, wie sie mir einen Kuss geben wollte? Das war vielleicht knapp. Und Küssen bekommst du keine AIDS. Nein, da möchte ich meinen Arsch nicht drauf verwenden. Mandy setzte alles auf eine Karte. Ein mutiges Mädchen, muss ich schon sagen. Du musst wissen, AIDS ist mittlerweile heilbar, aber kein Normalsterblicher kann sich die Behandlungskosten leisten. Ihren Trostpreis hat sie einem Waisenhaus vermacht, da werden sich Leos Heimleiter aber freuen. Hey, willst du wissen, warum ich hier bin? Bitte verschon mich! Mutprobe! Und Geld natürlich, für mich ist dieses Spiel hier ideal. Ich werde innerhalb von wenigen Tagen steinreich und bei meinen Kumpeln bin ich gut angeschrieben. Todesverachtung! Zählt bei uns sehr viel, musst du wissen. Muss ich? Und ich spiele gern. Vor allem, wenn ich die besseren Karten habe. Aber jetzt wollen wir unser Publikum nicht länger warten lassen. Und zum Abschluss. Abschluss kommen! Ich will hier endlich raus! Ich will mein neues Leben genießen! Arena der Entscheidung. Und ich entscheide mich jetzt für das gute Leben. Danke, oh küchiger Sender, für alle den kommenden Wohltaten. Klaus, ist doch bei den Kumpels, du hast mir doch mehr, dass ich verabschiedet hast. Nein, die stehen halt so was, die finden das geil. Mag sein, aber besonders mutig ist es nicht. Und Frauen mögen kein Fängig. Frauen, ich bin noch einigen auf Geld. Und das werde ich in Kürze reichlich haben. Ich mache dir einen Vorschlag. Du bist doch Spieler und in der Hand hältst du also ein Ding mit Drehmagazin. Der Sender wollte uns sicher damit was sagen. Und das wäre? Russisches Roulette. Ich stecke doch noch genau in die Kugel. Keine schlechte Idee. Und damit du siehst, dass ich auch gute Manieren habe, wenn ich mir leid wird. Keiner wird dir glauben. Wenn du mich jetzt abnahst, dass du dieses Spiel auch bei dir gemacht hättest. Allmählich fängst du an, mich zu dir. Aber bitteschön, wenn es dich glücklich macht. Hey! Recht gehabt. Und wenn du uns dagegen hast, gilt jetzt dir der nächste Zug.
Du sorgst dich um die Gesundheit deiner Tochter. Ja, wunderbar. Wieder ein Grund mehr, auch noch die letzten Reste der Gesundheitsfürsorge abzuschaffen. Und nicht zu verhungern, würdest du noch wie bloß dein fremdes Toilette reinigen. Wunderbar. Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe. Weg damit. Halt dich Widerstand. Super, ein Feind. 1000 Kameras auf einen Feind. Oh, er ist verletzt. Einen Sanitäter, bitte. Er darf uns vorzeitig wegsperren. Und ins Fernsehen, bitte. Ja, so sieht ein Feind aus. Beamte, Abschau, Mülldreck. Etwas Schminke, bitte. Etwas diabolischen Lidschatten. Sehen wir, wie diesen Feind hier vorführen? So geschieht es euch allen, wenn ihr euch nicht richtig benehmt. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich stehe auf der richtigen Seite. Alles andere hat keinen Sinn. Flieg, Vogel, flieg! Yeah.